Okay, das reicht jetzt von den blöden Sprüchen. Wir fangen an mit dem Fan-Talk. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum ersten Fan-Talk des neuen Jahres. Deshalb noch Happy New Year an alle und natürlich vor allem an den Topscorer der Eisbären Berlin, unsere Nummer 92, Marcel Nöbels. Es war lange nicht mehr so voll hier. Ich glaube, das liegt an dir, Nöbi. Ja, auch erstmal frohes neues Jahr von mir. Ich glaube, es ist erstmal ein wichtiges, gesundes neues Jahr an alle. Ihr merkt schon, ihr müsst ein bisschen ruhiger sein. Nöbi hat natürlich viel Energie jetzt im Spiel auf dem Eis gelassen. Ja. Deshalb. Dann braucht er die jetzt nicht noch verwenden, denn am Sonntag steht ja schon wieder das nächste schwere Spiel an. Aber erstmal zu heute. Großartiger Sieg gegen den Tabellenführer am Ende. Vor allem aber beeindruckend, wie ihr drei Drittel gegen so ein starkes Team so konsequent durchgespielt habt, obwohl nicht alles funktioniert hat, obwohl ihr relativ spät den Ausgleich kassiert habt. Ja, wir haben, glaube ich, ganz gut angefangen. Ich glaube, die ersten beiden Tore waren auch völlig verdient für uns. Ich glaube, ja, wie gesagt, wir sind gut aus der Kabine gekommen. Im zweiten Drittel haben wir ein bisschen, ja, nachgelassen. Wir haben auch die ein oder andere Strafzeit, obwohl wir kein Überzahltor kassiert haben, Unterzahl, Entschuldigung, haben wir leichte Fehler gemacht am Anfang und ja, wir sind trotzdem, trotz Ausgleich, haben wir weitergemacht und ja, ich glaube, jeder weiß, mit wie vielen Jungs wir da in der Kabine momentan sitzen. Und wenn man die letzten 5, 6 Spiele sieht, muss man wirklich sagen, die Mannschaft rückt näher zusammen und jeder, der da gerade sitzt, ist so wichtig für uns. Und ich glaube, da kann man wirklich stolz drauf sein, Teil, ja, dieser erfolgreichen Serie, gerade vor allen Dingen gute Mannschaften, ja, seinen Beitrag dazu zu leisten. Was hat James Sheppard heute Morgen gegessen oder vorm Spiel für Musik gehört? Der war ja heute richtig gut drauf. Ja, ich glaube, Scheppi war nicht heute, sondern der ist immer gut. Der für mich natürlich ein Privileg, auch mit ihm zusammenzuspielen. Ich glaube, wir verstehen uns gut, sind privat gut befreundet und bin froh, dass bei uns jeder trifft. Also wir haben sozusagen unsere Aufteilung da in Spielen. Wenn der eine nicht funktioniert, ist der andere da. Und ich glaube, das macht eine erfolgreiche Mannschaft aus. Und wie gesagt, Scheppi, ich habe ihn gefragt, ob er zu viel Kaba heute Morgen im Glas hatte, aber er ist einfach ein guter Spieler und der kann den Unterschied machen. Ihr habt drei Tore geschossen von den vieren. Ihr seid einfach, ich würde mal sagen, die Top-Reihe der Liga momentan. Ja, wie gesagt, es läuft. Du hast jetzt 29 Punkte auf dem Konto. Dein höchstes Saisonergebnis war, glaube ich, 34, wenn ich mich nicht irre. Wo willst du hin oder willst du erstmal die 30er-Marke knacken und dann mal sehen? Goldi, du kennst mich jetzt auch schon ein paar Jahre. Für mich ist wichtig, glaube ich, wer mich kennt, dass die Mannschaft Erfolg hat. Klar bin ich stolz darauf, dass ich viele Punkte oder viele Tore gemacht habe bis jetzt. Aber ich glaube, wichtiger ist genauso wie heute, wie ich vorhin erwähnt habe. Heute war ich eigentlich derjenige, der mehr oder weniger zugeschaut habe, wenn ich das mal so sagen darf, wie andere Tore schießen. Aber es ist einfach für uns alle wichtig, dass der Team Erfolg da ist. Und wenn jeder seinen Beitrag dazu leistet, glaube ich, die ganze Bank freut sich, selbst wo unser Torwart heute eine Vorlage gemacht hat, genauso sehr darüber, wie wenn ich drei Tore schieße. Also von daher möchte ich meine Saison natürlich krönen, auf deine Frage zurückzukommen. Aber wie gesagt, wichtiger ist, dass wir im April lange spielen und ja, nochmal irgendwie da den einen oder anderen ärgern. Aber es ist doch schon auch wichtig, heute, wie du, also eine Stärke von dir sind ja auch die Zweikämpfe, die du einfach mal in der Ecke gewinnst oder wenn du den Puck behauptest, dass es dafür jetzt keine Vorlage gibt, okay, aber dann freut man sich doch trotzdem, wenn die Reihe ein Tor schießt.
Ja, man freut sich immer, wenn seine Teamkameraden ein Tor schießen oder wenn einer auch einen Schuss blockt. Das sieht halt keiner auf der Statistik oder auf dem irgendeinen Spielbericht oder sonst irgendwas. Aber gerade mit den Jungs, die wir haben, ja, da zählt einfach jeder Zentimeter auf dem Eis. Und wie gesagt, unsere Reihe hat heute drei Dinger wieder gemacht, was natürlich sehr schön ist. Und auch vor allen Dingen in der Zeit, wo wir halt so wenig Jungs sind, braucht der Trainer einfach auch uns. Und es ist natürlich schön, dass wir es auch wiedergeben können. Aber auf der anderen Seite ist, wie gesagt, wenn wir 1-0 gewinnen und einer schießt nur ein Tor, ist genauso schön, als wenn wir 6-5 gewinnen und ich schieße 3 Tore. Also wichtig sind die 3 Punkte, die wir heute hier gelassen haben. Und der Rest kommt von alleine. Du hast gerade schon erwähnt, unser neuer Torwart hat heute tatsächlich gleich eine Vorlage gemacht. Er hatte vorher schon davon gesprochen, dass er gut den Puck spielen kann. Man hat es auch im Training schon gesehen und dann klappt es gleich. Was war denn da los auf der Bank? Haben alle gleich irgendwie das mitbekommen? Ich wusste es als erst auch nicht. Ich habe es erst gesehen, wo es angesagt worden ist. Aber ja, ist ein feiner Kerl, muss ich sagen. Ich kenne ihn jetzt seit 2 Tagen und und sonst? War es irgendwie anders, mit ihm zu spielen heute, weil er halt den Puck mehr spielt? Nochmal, ich glaube bei uns, egal ob jetzt der Dame im Tor steht oder unser Neuer, es ist jeder wichtig. Klar gibt es halt vom Trainer die Entscheidung, wer spielt und wer nicht spielt. Da stecken wir alle nicht hinter. Aber wer auch immer das Trikot überzieht, ist für uns wichtig. Und heute war es halt unser Neuer. Und ich glaube, auf der langen Distanz wird Dama seine Chance auch wieder bekommen. Und ich hoffe natürlich, dass wir mit ihm genauso erfolgreich sind wie ja, mit Pogge. Wie viel Sprit habt ihr noch im Tank nach den vielen Spielen jetzt? Merkst du schon irgendwas in den Beinen oder geht es eigentlich wie von selbst? Ich bin auch noch jung, oder? Ja, es ist okay. Also andererseits ist es natürlich nicht einfach, aber ich sage immer, wenn es einfach wäre, könnte es jeder, oder? Ja. Das heißt, ihr habt sehr gut im Sommer gearbeitet und auch über die Saison eure Kräfte sehr gut stabilisiert. Das hast du schön gesagt, ja. Gut, dann kommen wir doch mal so zu Themen abseits des Eishockeys, damit du vielleicht ein bisschen lockerer antworten kannst. Wer wird Deutscher Meister? deutscher Meister im Fußball? Ich hoffe natürlich schwarz-gelb, also du wartest ja nur darauf, dass ich jetzt. Aber man muss ja auch sagen, man muss ja mal so sehen: Die Bundesliga ist ja dieses Jahr genauso interessant wie unsere Liga. Und Dortmund kann ja nicht immer vorne weggehen, deswegen brauchen sie ja auch ein bisschen Konkurrenz. Also selbst als Fan gibst du diplomatische Antworten, das ist nicht gut. Als Fan kannst du einfach eine rosarote Brille Antwort geben. Naja, aber ich bin ja Fan mit einer rosaroten Brille und mit der anderen so doch noch ein bisschen realistisch vielleicht. Alles klar. Skeptisch könnte man ja auch Genau. fast sagen. Gut, in Vertretung unseres Fragestellers gibt es eine Frage an Marcel Nöpels aus dem Publikum. Traut sich wieder keiner mal. Oh, doch, da hat es ihn einer. Tatsächlich. Ich glaube, das ist ein Thema, was jeden von uns irgendwie beschäftigt. Mein Traum nach dem Profisport oder Profisportler war immer Polizist zu werden. Und aber jetzt in der Zeit, wo ich gerade bin,
konzentriere ich mich schon noch auf meinen Hauptberuf, aber ich schätze mal, irgendwann wird der Tag auch kommen, wo ich keine andere Wahl habe, eine Ausbildung zum Polizisten oder erstmal sozusagen mein Fachabi nachzuholen und dann anzugreifen. Aber klar, es ist ein Thema, was einen beschäftigt, weil ich war einmal schwer verletzt in meiner Karriere und dann kommen Tage, wo man schon drüber nachdenkt, wenn es morgen nicht weitergeht, was passiert. Und damals, muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich nicht gedacht, dass ich jetzt nochmal da stehe, wo ich gerade bin, weil es echt nicht so einfach war. Aber wie gesagt, es waren manche Gedanken, spielen natürlich im Kopf rum, aber ich möchte natürlich erstmal noch ein paar Jahre, wenn ich kann und hoffen, bei den Eisbären sein. Okay, also eine Anmerkung dazu. Also wenn einer nach einem Kreuzbandriss mustergültig zurückgekommen ist, dann Marcel Nöbels, weil nach 5,5 Monaten hast du schon wieder auf dem Eis gestanden, hast super ein Saisonende gespielt, hast mit einer stoischen Ruhe diese Verletzungszeit überstanden und unheimlich hart gearbeitet. Ich habe das gesehen. Also weiß nicht, ob da irgendjemand anders so gut zurückkommen kann. Danke. Also ich glaube, auch wenn du dich noch mal verletzen solltest. Und in diesem Sinne wünschen wir Marcel natürlich viele weitere Tore und Punkte und natürlich uns weitere Punkte, vor allem am Sonntag in Iserlohn. Viel Glück an die Mannschaft und vielen Dank, dass ihr heute Abend hier wart. Und vielen Dank natürlich noch mal an unsere Nummer 92, Marcel Nöbels. Applaus